So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Hier wieder an dem Leuchtfeuer bei unserem netten Freund Tarik. Yay, hi Tarik. Im letzten Part haben wir ja die Gargoyles besiegt. Auf dem Turm oben die Glocke geläutet. Und dann habe ich ja euch noch ein paar lustige Sachen gezeigt, wie man an nette Items kommt, gleich am Anfang. So, und jetzt legen wir einfach los hier und gehen ganz einfach mal, ja, zum nächsten Ort unseres Verlangens. Den einen oder anderen ist es wahrscheinlich wieder aufgefallen. Ich habe null Seelen, weil ich habe offscreen ein bisschen rumprobiert und bin gestorben, ja. Aber naja, es ist auch nicht so schlimm. Ich hatte nicht so viele Seelen und ich hatte auch keine Menschlichkeit gehabt, die ich jetzt hätte verprassen können. Von daher, ja, nicht schlimm. Wo wollen wir hin? Und zwar möchte ich gerne nochmal ganz kurz ein bisschen Backtracking durchführen, denn ich habe was vergessen gehabt auf meiner bisherigen Reise. Und da müssen wir jetzt nochmal schnell hingehen, weil da finden wir ein Item, das wir brauchen, damit wir weiterkommen. Also so ein bisschen essential. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es hundertprozentig brauchen, weil es ist ein Schlüssel, das kann ich euch schon mal verraten. Aber, wie ihr bereits wisst, haben wir ja am Anfang unseres Abenteuers unsere Fähigkeit ausgewählt, und zwar Generalschlüssel. Das bedeutet ja eigentlich, dass wir alle Schlösser im Spiel aufmachen können. Also auch alle Türen und alles Mögliche. Nur ich weiß halt nicht, ob damit auch Türen gemeint sind. Weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich eine Tür, wo es halt wirklich weitergeht und die ich schon vorher aufmachen kann. Ja gut, und bei Dark Souls ist ja eigentlich so, man kann von Anfang an überall hin, oder? Ist das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Na, ich nehme auf jeden Fall mal das Item mit. Das ist ja nicht verkehrt. Dafür müssen wir aber erstmal wieder an diesen zwei Rittern hier vorbei. Ich versuche erstmal einen anzulocken, weil beide... Oh, shit. Das ist gerade gar nicht cool. Oh, wie? Ja, genau. Komm, mehr bitte. Okay, wir machen den anders. Ich mache den jetzt nicht mit zwei Hand. Puh. Oh, what? Das war ein essentieller Fehler, mein Freund. Also ich finde die Ritter echt irgendwie ganz schön schwierig. Ich mag die nicht. Eventuell sind die übelst einfach, nur ich hab's noch nicht raus. Ganz einfach, ich hab's noch nicht raus, die zu killen. Na los. Ich versuch den mal. Ist halt blöd hier irgendwie. Das Feld, wo man hier kämpfen kann. Ich konnte ihn nicht steppen, Ich war nah dran. Nice. Man muss echt versuchen, einfach so im Kreis rumzulaufen, um ihn dann eventuell zu finishen. Jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Also manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Irgendwie ganz komisch. Nice. Aber so kommt man auf jeden Fall easy an ihn ran und er trifft einen nicht so einfach. Ist ganz cool, muss ich ehrlich sagen. So, genau. Und ich muss aufpassen, nicht, dass mich hier irgendeiner überrascht oder so. Das wäre nicht cool. Es hört sich so an, als käme gleich jemand. Hört ihr das? Oh, ey, what the fuck? Ich krieg Paranoia hier. Egal, ich schau mir erstmal hier das hier. Ein Helebarde find mal. Aber das ist nicht das Item, was ich haben wollte. Ich wollte das hier unten haben. Oh lol, hier ist noch ein Gegner. Eventuell war es der Gegner. Nice! Hier geht's irgendwie, bei dem anderen nicht. Was soll's. Und zwar finden wir den Kellerschlüssel. Ja, ob wir den jetzt wirklich so unbedingt brauchen, kann ich euch nicht sagen. Aber wir müssen eh nochmal zurück. Also mache ich gleich mal das Tor auf. Und dann könnte ich ja eigentlich einfach zurücksprinten. Ich springe jetzt einfach durch. Ich versuch's jedenfalls. Tschüss.
Schengellinien laufen, damit uns die Sniper nicht erwischen. Ein bisschen auf die Ausdauer aufpassen. Oh, guckt's euch an! What the fuck? Wie viel Damage macht der bitte? Und da runter und B. Nein, shit. Scheiß Ratten. Das sind natürlich Klemmer 3 hier. Oh, das ist eine. Shit. Ich muss schnell einen Estus trinken. Jetzt bin ich nämlich voll. What? Hier sind nur noch. What? Die kommen hier runter? Willst du mich veräppeln? Oh. Ist das jetzt ein Witz oder so? Die kam auch noch hier runter. Jetzt muss ich mich dauerhaft gegenheilen. Und das ist richtig nervig. Von der Seite bin ich ja noch nie gekommen. Das ist ja cool. Oh, ich muss aufpassen. Das Gift ist ganz schön nervig. Das ist doof. Das ist echt doof. Geht das Gift weg, wenn ich am Leuchtfeuer bin? War doch irgendwo ein. Oder? Kann man hier nicht irgendwie. Ja, hier kann man wieder zurück an das Leuchtfeuer, an das eine. Siehst du mal da. Hm, okay. Alles klar. Ich komme auf jeden Fall hin. Dahin, wo ich hin möchte. Ob jetzt von hinten oder von vorne, ist egal. So, aufsteigen brauche ich nicht. Ich habe nicht genug Seelen. Hm. Laufe ich jetzt? Ah, ich komme. Ich versuche den kürzeren Weg. Aber das ist wahrscheinlich auch der gefährlichere. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob ich es hinbekomme. Weil ich möchte jetzt zur Brücke gehen und der Drach sitzt ja uns im Nacken sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob der uns jetzt grillen will. Bin gespannt. Und Gegner sind ja auch noch da. So, hier. Wir müssen jetzt irgendwie hier durchsprinten. Ja, ja, ja. Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt, oder? Ja, ich glaube, er kommt. Ja, er kommt. Natürlich, natürlich. Super geil. Aber wir überleben das. Hätte ich es nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Boah, what? Bis hierhin ging die Flamme. Ja, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und hier ist der Punkt, wo wir hin müssen. Ja. Hier müssen wir die Killerschlüssel benutzen, ja. Killerschlüssel benutzt. Also wir brauchen den höchstwahrscheinlich auch, wenn da, da steht, dass wir ihn benutzt haben. Ich habe keine Ahnung. Das war halt so mein Gedanke, dass wir eventuell schon mit einem normalen Generalschlüssel hier hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird's hier lustig jetzt. Denn das ist unser nächstes Gebiet, wo wir hin müssen. Und ist hier gleich irgendwie ein Leuchtfeuer oder irgendwie sowas? Das wäre ganz cool. Weil ich habe Angst. Für mich ist das Ganze jetzt schon fast blind, weil... ja. What? What the fuck? Eventuell dürfte der ein oder andere jetzt merken, wo wir sind. Oh, natürlich! Ja! Stark! Super geil! Wie er einfach das Schild nicht rausholt, ne? Hammer! Mensch! So gut. So gut das Spiel. Naja, was soll's. Ja, ich meine, wir haben. Ja, passt schon. Komm, mach ich die Kackgegner hier noch platt. Bevor die einen wieder rumnerven, ey. Normalerweise die Gegner sind ja übelst leicht, ne? Oh, ich hab in beiden Händen. Ah, ne, gut. Passiert. Ah, da ist mein Equip schon. Noch nicht ganz so schlimm und ganz so tragisch. Oh, lol. Ich one-shot sie halt alle, das ist ja das Krasse an der Sache. Ja, ansonsten brauche ich jetzt noch irgendwas vorher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. In unser Verderben. Oh, what? Der Blue Fleck sagt schon alles. Hier hat jemand seine Regel. Yay. So. Da geht's runter. Ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Feuerchen gemacht worden. Und es kommen verdammte fucking Zombie-Hunde des Todes, des Verderbens und des Grauens und... What the fuck? Die sind creepy. Die sind echt creepy. Ach, guckt sie euch an. Oh mein Gott, oh mein Gott.
So, nur nicht ins Feuer laufen. Free Damage wäre nicht cool. Oh, lol. Oh, lol. Und die haben eine übelste Mobility. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe deren Angriffsmuster noch nicht wirklich raus. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich muss aufpassen vor anderen Gegnern, weil... Ne? Und so. Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Ja. Help me. Ich versuch's ja aber. Damn. I'm ja, öffnen? Verschlossen. Ja, das meine ich damit. Also es kann natürlich auch sein, dass es, also dass der Zugang zu diesem Gebiet hier, ebenfalls nur wirklich mit dem separaten Schlüssel geht. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit, ich hab echt übelst Paranoia, dass hinter mir irgendjemand auftaucht. Ach du heilige Möhre! Ach du heilige Henne, das, Oh Gott. Ich lock die einzelnen einfach an. Easy game, easy play. Oh Gott! Easy, easy, easy. Oh, schön. Super. Trink was. Trink was, mein Freund. Alter, wie... What the fuck? Wieso rasten die einfach mal so komplett aus? So, also nicht nur so... Nicht nur so halb, sondern so richtig derbe. Oh Gott, ist das, ich glaube ich... Komm, einer. Einer bitte. Einer. Hallo. Traut euch mir nicht, oder was? Genau, schlapp zu. Oh. Fieser Typ. Fieser Typ. So geht das. Doppelmenschlichkeit. Geil. Das ist cool. Ich glaube, ich sollte meine Menschlichkeit nehmen, weil... What? What? Moment. What? Wieso? Ach, weil ich es nicht in meinen... Ah, die ganzen Seelen hier habe ich ja noch da und... Ah, ich verstehe. Ich habe immer nur eine bestimmte Anzahl an Items in meinem Schnellauswahlteil, Bums, die Bums-Teil gedöns hier. Ihr wisst schon Bescheid. Hm. Goldharz. Hm. Die ganzen Seelen, die können wir dann ja mal am Leuchtfeuer aufmachen. Unsere Seelen-Booster-Packs, würde ich das mal nennen. Ach komm, wir nehmen es einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Menschlichkeit, würde ich sagen. Warum nicht, komm. Da haben wir ihn einer. Und die anderen heben wir uns einfach mal so auf. Weil, wie schon gesagt, als Heilung ein bisschen noch. So, ich muss aufpassen, weil... bei dem Gebiet... habe ich schon ein paar Sachen gesehen. Also ich habe mich schon vorher schon ein bisschen informiert. Weil wenn man das Game hier blind spielt, weiß man erstmal überhaupt nicht so wirklich, wo man hin muss. Das ist einfach so. Da kann einer sagen, was er will. Aber ja, in einem Let's Play ist es halt sehr, naja, ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich ein bisschen vorteilhafter, wenn man nicht ungefähr 500 Folgen nur spielt und währenddessen halt einfach nur den nächsten Ort sucht. Das ist halt nicht wirklich interessant und spannend, deswegen. What? Moment. Habt ihr das gerade gesehen? Wieso hat die Tür Schaden bekommen? Wieso hat diese verfickte Tür Schaden bekommen? Ist da jemand drin? Ja. Natürlich ist da jemand drin. Natürlich ist da jemand drin. Hallöchen, mein Freund. Oh Gott. Und es sind so eine Art Diebe, würde ich sagen. Alter Schwede. Und das ist, glaube ich, Erblutungsschaden. Wenn ich mich recht erinnere. Aber das Gute an denen ist, man kann die One-Hitten. Also mit meinem Schwert kann ich die One-Hitten und das ist eigentlich ganz cool. Hier drinnen gibt es absolut nichts. Ah, da drüben, da leuchtet was. Aber... okay, nichts weiter. Kettenbrecher. Mhm. Gucken wir uns mal an, was der Kettenbrecher kann. Ist ja gut. Keine Ahnung, 57. Kritisch. Ah, macht kritischen Schaden. Hm. Naja.
Nicht wirklich. Weil der Zweihänder zum Beispiel, der macht ein bisschen mehr Schadenreduzierung. Ach so, das ist die ganze Schadenreduzierung da drüben, okay. Aber da haben wir zum Beispiel noch nicht genügend Attribute in Kraft. Ha. Wir hätten da theoretisch auch die Gargoyle-Axt, die könnten wir auch nutzen. 93. Nee, ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei unserem schönen, netten, sexuösen Drachenschwert.